Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers zusammen mit der Zuschauerin. Hallo. Manfred am Arbeiten. Wie er sich gerade zu mir rumgedreht hat, wie so ein Hund. Der sieht, er wird angeguckt, so knurr. Baust du gerade den Boden hier ab? Ja, er knurrt. Okay. Wir holen uns nämlich noch ein bisschen Ressourcen, wobei ich habe das Gefühl, Manfred ist... Manfred ist voll. Ist er satt gegessen? Ja. Ist so luftig hier. Bitte? Ist so luftig hier. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Irgendwie ist die Basis da schon ein bisschen weg. Die brauchen wir nicht, ne? Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal runter. Was ist denn hier eigentlich? Ach so, das ist der Aufgang hier. Ja, da muss ich auch noch weiter bauen. Genau. Dass wir den Frachtcontainer unten und die Produktion da mal rein verlegen. Ja, okay. Mal gucken, ob ich hier nochmal was abnehmen muss von der Seite. Ich habe da nämlich auch tatsächlich eine Überlegung, die ich... Ja, ganz umsetzt. Was denn für eine Überlegung? Verrate ich dir. Weil ich erst noch wissen möchte, wie du die Produktion geplant hast. Und dann sage ich dir, was ich mir überlegen habe. Ich denke, ich mal gut funktionieren könnte. Okay. So, junge Frau. Ich bin da. Okay. Also, ich würde ganz gern den ganz großen Frachtcontainer reinsetzen. Mhm. Und da ist die Frage, wie teilen wir es auf? Also auf welche Seite kommt der Frachtcontainer und auf welcher Seite kommt das Montageband? Also ich würde generell vielleicht, weil hier ist ja mehr Platz schon, als hier drüben. Hier ist ja der Weg, der ist ja, dadurch, dass ich die Platten hier in der Mitte gesetzt habe, ist ja jetzt hier dieser schöne Rand, was gut passt für die Planung, finde ich. Na gut, ich kann hier schon noch ein bisschen wegnehmen. Ja, aber hier könnten wir gut den Energieproduktion, also durch die Hydrogenreaktoren reinsetzen. Okay, das ist eher den Frachtcontainer gedacht. Okay, oder den. Also beides möglich. Das heißt also, du würdest gerne hier... Ja, doch. Also hast ich hätte... Frachtcontainer? Nee, Moment, nicht bei mir. Aber da bietet sich das an, dass Momfrey 164 hat. Genau. Ich würde auch sagen, dass man eventuell vom Frachtcontainer aus nach oben so eine Art Einwurf machen. Dass wenn wir draußen was einsammeln, dass wir das einfach reinschmeißen können. Ja, tendenziell, ja, gute Idee. Na, dann müssen wir hier nicht immer bis nach unten rennen und bis hier ums Eck rumtragen, sondern können das einfach von oben reinwerfen. So, den Frachtcontainer hättest du gerne hier ganz hinten hingestellt. Ja, warte, ich kann hier noch ein bisschen Platz machen. Hättest du ihn gerne ganz hinten hingestellt? Ich dachte eigentlich, aber müssen wir schon... Ja, was machen wir hier hinten? Ne, hättest du ihn da gerne hingestellt? Oder noch weiter? Ne, warte mal, noch ein Stück. Ich mache hier noch ein bisschen Boden rein. Okay, dann hole ich noch ein bisschen Stahlplatten. Dann müssen wir hier noch viele natürlich dran machen. Achso, da fehlen auch nur noch Stahlplatten. Ne, mir fehlt auch Stahlplatten. Ja, musst hinten über den Connector in Manfred reingucken. Da dürften... Ja, da sind noch einige. 2100 Stahlplatten in dem einen. Ah oh ja, gut, dann nehme ich hier mal. Die ganzen Flaschen können wir dann auch überpacken. Meteor Storm inbound. Oh nee, da kommt was runter. Ah ja, wir haben ja Geschütze.
Wobei die Geschütze. Entweder haben die Geschütze selbst das hier getroffen. Ihr war vorhin. Ja, ihr war eine Platte beschädigt. Ja, das kann schon sein. Oh. Oh. Was? Das hört sich aber böse an von hier unten. Ja. Teilweise denke ich schon, hoffentlich fliegt uns das nicht mal auf den Kopf, so von oben durch die Decke durch, weißt du? Meteorit auf der Schädel. Sieht ja bestimmt witzig aus. Ja, nee. So. Also hier hinten hätte ich ihn jetzt gerne hin. Naja, und dann hätte ich eben nach oben. Vielleicht nach oben den Einwurf und über der Batterie nach rechts durch, wie so ein, dass du dich von hier rankommst. Was? Von hier. Oder setzt, okay. Oder, guck mal, wir können ja eine rausmachen. Ich glaube mal schauen, wo ich da rauskomme. Vor dem Tor raus, ne? Ja, da bist du schon vor dem Tor. Nicht gut. Generell ist das egal. Also, das Tor geht ja hier, das geht ja. Hat sie wieder zugemacht. Warte, ich komm. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, ich dachte nur, dass du von außen Zugriff hast. Das war mein Gedanke im Moment. Ja, von außen Zugriff bedeutet aber im Endeffekt, entweder wir gehen eine Etage tiefer, weil der Frachtcontainer ist ja quasi ein Block und dann kommt ja erst der Einlass. Ach komm mal, soll ich den Boden da hinten noch wegnehmen? Ich bin gerade am Überlegen. Muss ich sagen, wie viel? Warte mal. Ach, ich muss mal. So, und dann könnten wir. Oder. Ah, nee, da kommen wir. Ah, nee, das ist. In den, nee, das ist doof. Moment. Was denn? Da kommen wir. Ist das leichter? Ja. Hier kommen wir in der Rampe raus. Dann machen wir das mal anders. Die neuen Blöcke müssen raus. Okay. Hast du da einen Block aus der Wand rausgenommen? Eigentlich nicht. Soll ich da noch ein bisschen Stein weg oder reicht das? Ja, ich hätte gedacht, wir koffern das kurz aus. Ja. Meinst du, dass es daran lag? Möglich wäre. Das wollen wir ja hier quasi vermeiden. So, dann ziehen wir hier einfach noch den Fußboden ein. Dann können wir auch gleich dahinter die Wand ziehen. Jetzt bin ich voll vor dem Bohrer. Entschuldigung. Mutig. Wow. Hey. Was machst du da? Was machst du da? Kannst du da nicht einfach deinen Bohrer ansetzen? Ja, doch. Aua. Entschuldigung. Jetzt ist da irgendwas im Weg. Irgendwas verhindert jetzt, dass ich den gleich. Da ist ein Stahlbett. Voll nach unten gemacht habe. Da, aua. Du bist heute ziemlich am Bohren. Hm? Hä?
halt weg. Gestern war ich hier ewig viel am Stein abtragen. Ich hatte schon einen Schleudertrauma. Ja, das ist geil, oder? Wenn man mit dem Jetpack tut, man dreht sich, dreht sich und dreht sich. Ja, da muss ich echt hin und wieder mal gucken. Ich verliere dann so leicht die Übersicht. Wo ist denn jetzt unten und oben? Ja, da machen wir zu, da machen wir der Plan ist nicht, dass wir das quasi schon zu haben. Und dann kommen wir ja eigentlich an der falschen Stelle raus, richtig? Wir würden ja so quasi knapp am Ansatz der Rampe rauskommen. Mhm. Das wollen wir nicht. Mhm. Oder? Naja. Ja, du machst nur ein kleines Zwischen. So. Arbeiten wir quasi mit Förder. Okay. So, schnell nochmal den Bogen hier fest. Oh nein, meine Energie wird low. Oh nein. Gut, dass jemand die Krankenstation gebaut hat. Extra für dich. So. Magst du es noch höher ziehen? Aber da kommt ja jetzt Orange, da mache ich die Reihe, oder? Du meinst... Achso, das siehst du ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, du meinst diese Farbe. Hast du die da? Ich glaube. Ich teste mal. Aua. Ich häng. Ja, Hilfe. Genau. Jetzt habe ich es nicht umgestellt. Ja, dann mach du die Blöcke. Du hast die Farbe gerade drin, ne? Ich habe die Farbe gerade drin. Energy low. Ist meine Energie knapp? Jetzt ist meine critical. So, oh, falsche Taste. Da. Interne Panzerung fehlt. Aber ich glaube, da hat Manfred auch nichts mehr. Nee, habe ich jetzt im Moment auch nicht. Musst du holen. Hab's. Okay. Aber den Rest dürfte Manfred haben. Was war das? Ich muss auch mal hier was mitnehmen, aber da können wir noch mal herstellen. Brauchen wir denn jetzt noch? War das noch Herstellung? Ja. Und Computer. Gut.
Wo ist denn jetzt? Da. So. Und dann müsste man mal gucken. Willst du jetzt außerhalb des Tors oder innerhalb des Tores? Also eigentlich ist das egal. Es klaut ja hier keiner. Das stimmt. Weil dann würde ich sagen, da wo du... da wo du warst... Nee. Hä? Was? Ich glaube, ich habe einen Wolf gehört. Okay. So, jetzt muss ich mal kurz über ein Förderband. Ja, wir könnten einen kleinen Kraftcontainer einbauen und über den können wir dann auf den großen zugreifen. Also als Zwischenblock meinst du? Mhm. Das kannst du natürlich auch. Oder so ein Verteiler. Also so ein... dass du zwischen die Förderbänder reinmachst. Ja. Yeah. Hier nochmal das Licht. Oh, mir fehlt noch interne Panzerung. Oh ja, du machst Licht, das ist gut. Ich glaube, ich mal welche herstellen. Ne? Interne Panzerung? Mhm. Wie weit habe ich denn hier das Licht reingemacht? Ja, ich sehe es gerade. Müssen wir tatsächlich. Stahlplatten hast du ja wieder einige hergestellt. Herstellungskomponenten hast du hergestellt. Ja, die habe ich gerade vorher gemacht. Glaube ich mir mal die. Okay. So. Bin mal gespannt, wann wir effektiv mal ins All kommen. Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube auch. Kann man überhaupt hier alles Material finden, um ein Raumschiff zu bauen? Ja, das kann man. Und das werden wir auch. So, junge Frau. Ja. Das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.